Setzt euch bitte einfach auf die Stühle. Die sind alle 1,50 Meter auseinander. Das ist alles politisch korrekt. Ich nehme den Korb. Sehr gut. Dankeschön. Nehmen Sie Platz und wir können schon mal sagen, wer jetzt zu uns kommt. Es ist nicht irgendein Zauberer. Nein. Wir haben den Besten. Ja, der auf der ganzen Welt unterwegs ist. In Las Vegas ist er aufgetreten. Und jetzt auch im Hollywood des Badischen, nämlich in Offenburg. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hier ist aus Österreich Wolfgang Moser! Was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist eines der ältesten Zauberkunststücke der Menschheitsgeschichte. Richtig alt, beinahe 2000 Jahre alt. Und ich habe eine Beschreibung gefunden in einem beinahe 2000 Jahre alten Zauberbuch. Und der Name von diesem Trick ist Wasser zu Wein. Ein wahres Wunder, wenn Sie mich fragen. Und der perfekte Trick für jede Silvesterparty. Und wundern mal eine Sache gemeinsam, nämlich danach stellt man sich immer sehr viele Fragen. Fragen wie zum Beispiel, war dieser Teekessel zu Beginn wirklich leer? Und einfach nur ein Teekessel. Und darum werden wir den ganz kurz unter die Lupe nehmen. Hallo, wie heißt du? Anne, komm doch bitte mal ganz kurz zu mir, Anne. Ich möchte gern, Anne, meine Damen und Herren, komm ruhig zu mir. Nimm mal diesen Teekessel. Ich hätte gern, Anne, mach den Teekessel auf und schau mal rein, der ist leer und einfach nur ein Teekessel. Wir zeigen das auch am besten in die Kamera. Ja. Da ist nichts drin versteckt, keine Falltüren. Kannst du ruhig mal reingucken? Ja, der ist leer. Wir gehen auch sicher, ich gebe dir noch ein Tuch. Mhm. Und stell bitte sicher, dass der Teekessel auch innen ganz, ganz sauber ist. Wenn du irgendwas findest, das dir komisch vorkommt, Anne, dann gib einfach laut Bescheid. Okay? Nee, was super. Man für das Wunder auch noch braucht, ist Wasser. Und das werden wir ganz kurz verkosten. Hallo, ich gebe mal so einen kleinen Schluck. Nehmen Sie einen kräftigen Schluck und bestätigen Sie für uns alle, es ist noch Wasser. Sie wirken ein wenig enttäuscht. es kommt noch. Anne, du bist zufrieden, der Teekessel ist leer. Ja. Wunderbar. Das heißt, wir haben das Wasser, wir haben den Teekessel. Und alles, was ich jetzt noch brauche, ist jemand, den ich auf ein Glas Wein einladen kann. Anne, wie sieht's aus? Auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall, ganz wunderbar. Okay, gib mal her. Ich habe auch ein paar Gläser für dich dabei. Anne, vielleicht schnapp dir mal so ein Glas hier und schau dir mal die Gläser an. Die sind leer, es sind keine Pülverchen oder Chemikalien drin versteckt. Die sind sauber und leer. Ja. Dann kann es losgehen. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren. Wasser. Zu Wein. Anne, du wirst diesen Wein gleich für uns verkosten. Und man kostet Wein auf drei verschiedene Arten. Zunächst mal die Farbe. Halt mal das Glas gegen das Licht. Es sieht aus wie? Rotwein. Wein, ja. Als nächstes kommt der Geruch, das Bouquet. Riech mal dran, es riecht nach Rotwein. Wein. Und jetzt kommt die wichtigste Probe von allen, der Geschmack. Nimm einen kleinen Schluck, Anne, und es sieht nicht nur aus wie Wein. Es riecht nicht nur nach Wein, es ist? Wein. Wein. Halleluja! Vielen Dank, Anne, nimm gerne wieder Platz. Dankeschön. In diesem alten Zauberbuch vor 2000 Jahren, da war der Trick an der Stelle vorbei. Aber vielleicht haben wir auch Weißweintrinker hier. Wo sind denn die Weißweintrinker? Ja? Dann machen wir so ein Wunder obendrauf. Achtung, Wasser zu Weißwein. Und dürfte ich Sie bitten, könnten Sie mal aufstehen, nehmen Sie einen kräftigen Schluck. Und wenn es ein wirklicher, echter Weißwein ist, dann sagen Sie einfach nur Halleluja. Halleluja! Vielen Dank, Prost. Jetzt könnte ich mal anstoßen mit euch. Ich habe keine Weingläser mehr, aber das ist gar kein Problem. Bei diesem Trick kann man improvisieren. Und ich glaube, das ist genau der richtige Augenblick für ein kühles, frisch gezapftes Bier. Prost! Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, denn ich möchte, dass sich jemand von euch gleich ein Getränk aussucht. Wer hätte denn gerne mal was zu trinken? Hallo, wie heißt du? Saskia. Saskia, komm doch mal ganz kurz raus zu mir. Saskia, halt mal bitte diesen Teekessel hier fest, einfach oben. Genau. Saskia, ich möchte, dass du dir eins von diesen Büchern hier aussuchst. Eins, zwei oder drei, welches hättest du denn gerne? Eins. Das hier, okay. Cocktails, das ist wunderbar. Hier sind nämlich über 100 verschiedene Cocktails und Partygetränke drin. Wir machen das so, du suchst dir gleich einen aus. Ich blättere das Buch einfach durch für dich, Saskia, und du sagst an irgendeiner Stelle, halt. Genau hier? Ja. Oder noch einen weiter, wie du möchtest. Genau hier, das ist gut. Pina Colada, ist es okay für dich? Okay, Pina. Das ist Sahne, Ananassaft, Kokosnuss, Rum. Saskia? Wunderbar, das kriegen wir hin, das nimmst du. Ich habe auch hier noch ein Glas für dich. Schau dir mal das Glas an. Ist auch sauber und leer. Pina Colada.
Also Ananassaft, Kokosnuss, Rum. Viel Rum. Okay, ja, ich bring mal hin. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren. Wasser zu. Pina Colada. Da schaue ich mal ganz gut aus. Saskia, nimm mal einen kräftigen Schluck. Wenn es ein echter Pina Colada ist, sag einfach Halleluja. Vielen Dank. Wir haben noch etwas Wasser übrig für ein letztes Wunder. Vielleicht, wer möchte das letzte Wunder vollbringen? Würdest du mir helfen? Komm einfach raus zu mir. Wie ist dein Vorname? Jennifer. Komm einfach rüber, Jennifer. Jennifer, ich komme aus Österreich. Darum machen wir jetzt zuletzt mit dem letzten Rest Wasser einen echten Wiener Kaffee. Okay. Und ich verrate dir, wie das funktioniert. Mach einfach mal deine Hand hier auf. Ich gebe dir diesen Teekessel zu halten. Und ich verrate dir, wie der Teekessel funktioniert. Stell dir mal diesen Kaffee vor. Zunächst mal die Farbe. Und stell dir vor, wie dieses Wasser immer dunkler und dunkler wird. Hast du? Gut. Wichtig ist auch der Geruch und das Aroma. Stell dir mal diesen Geruch vor und spür den in deiner Nase. Hast du? Mhm. Ganz wichtig ist die Temperatur. Stell dir einfach mal vor, wie dieses Getränk immer wärmer und wärmer wird. Merkst du schon was? Du spürst schon was? Was passiert? Es wird warm. Es wird warm? Und ich rieche den Kaffee. Du riechst den Kaffee? Fass mal an. Wird heiß? Ja. Du stopfst einmal, wenn es genug ist. Ja, man kann schon was riechen. Wir gucken hier mal nach. Wonach sieht es denn aus? Kaffee. Es sieht aus wie Kaffee. Es riecht nach Kaffee. Und es ist ein echter, heißer Kaffee. Der ist für dich. Vielen Dank, danke. Das heißt, wir haben Wein, wir haben Bier, wir haben Pina Colada, wir haben den Kaffee. Obwohl, ich glaube, für den perfekten Wiener Kaffee gibt es jetzt noch eine letzte Sache, die fehlt. Die machen wir auch noch. Zucker! Österreich, einer der besten Magier der Welt. Wolfgang Moser, wir sehen noch mehr von ihm. Prost!